habe am Freitag, den 12. einen Brief von Gustav Mollard erhalten. Diesen Brief hat er mir am 14.04.2013 geschrieben und er schrieb an Herrn Michael Gleich, weil er eingeladen war zu Blockupy 2013 am 31. Mai und 1. Juli. Bedauerlicherweise wird er zurzeit gegen seinen Willen im BKH Bayreuth Nordring 2 95445 Bayreuth festgehalten und kann uns daher nur per Brief mitteilen, was wir für ihn verlesen. Mein Vorschlag ist, dass wir das im Open-Mic-Verfahren machen. Wer kennt das Open-Mic-Verfahren? Sonst erkläre ich es kurz. Ja? Das Open-Mic-Verfahren wurde von dem Occupy-Movement genutzt, um ohne große Lautsprecher bis hinten zum Letzten durchzureichen, worum es geht. Das heißt, derjenige, der spricht, liest einen halben Satz und alle wiederholen diesen Satz. Damit verstärkt sich das auch in die Richtung der Adressaten. Ich würde damit beginnen. Blockupy Frankfurt 2013. Blockupy Frankfurt 2013. Bayreuth, den 14.04.2013. Sehr geehrter Michael Gleich, vielen Dank für deinen Brief vom 2. April 2013. Ich grüße alle Menschen. Guten Willens, denen die vielfältigen Probleme bewusst werden und friedlich aber bestimmt aktiv werden wollen. Dazu erinnere ich unter anderem an Herrn Stefane Hessel, der in der Nacht vom 26. Februar zum 27. Februar 2013 in eine andere Dimension aufgebrochen ist und nun von höherer Warte unseren Widerstand unterstützt. Seit 27. Februar 2006, Rosenmontag, bin ich nun seit über sieben Jahren in den Händen des Staates gefangen. In angeblichen Krankenhäusern. Die härtere Haftbedingungen haben können. Als die übelsten deutschen Gefängnisse. Stefan Hessel war der letzte Überlebende, der bei der Ausarbeitung und Erklärung der Menschenrechte 1948 dabei war. Als Nazis die Weltherrschaft wollten, schloss er sich der Resistance, dem französischen Widerstand an. Von der Gestapo verhaftet und gefoltert, wurde er in deutsche KZs verschleppt. Es gelang ihm, die Flucht und ohne Furcht, kämpfte er weiter für die Grundrechte, die universellen, und für jeden Menschen auf dieser Welt. Mit über 90 Jahren musste er wieder aufstehen und uns zurufen,
Empört euch! Empört euch! Engagiert euch! Engagiert euch! Weil die Macht, weil die Macht des Geldes, des Geldes niemals so groß, niemals so groß, so anmaßend, so anmaßend, so egoistisch, so egoistisch war wie heute, war wie heute. Mit Lobbyisten, mit Lobbyisten, bis in die höchsten Ränge des Staates. Bis in die höchsten Ränge des Staates. In vielen Schaltstellen der Geldinstitute. Der Geldinstitute. Sitzen Bonibanker. Sitzen Bonibanker. Und Gewinnmaximierer. Und Gewinnmaximierer. Die sich keinen Deut ums Gemeinwohl scheren. Die sich keinen Deut ums Gemeinwohl scheren. Noch nie war der Abstand zwischen den Ärmsten, war der Abstand zwischen den Ärmsten und den maßlos Reichsten so groß. Und den maßlos Reichsten so groß. Noch nie war der Tanz um das goldene Kalb. Um das goldene Kalb. Geld und Konkurrenz so entfesselt. Geld und Konkurrenz so entfesselt. Noch nie war unsere Mutter Erde so gefährdet. Noch nie war unsere Mutter Erde so gefährdet. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Schrieb Erich Kästner. Daher lasst uns aufstehen. Und friedlich aber bestimmt. Gewaltfrei. Wie die Regenbogenkrieger. Aus der Mythologie der Indianer. Den Schnellzug in die Hölle stoppen. Frieden. Freiheit. Und Gerechtigkeit. Für alles Leben dieser Erde. Ich grüße und danke euch allen. Euer Gustl Mollat. Lieber Michael Gleich. Ich hoffe, du kannst meinen Gruß. In eine entsprechende Form bringen. Mir ist hier sogar eine Schreibmaschine verboten. Ich wünsche mir. Eine weltweite. Friedliche. Und gewaltfreie. Zusammenarbeit. Aber gleichzeitig ist. Jeder vermeintlich kleine, gute Gedanke wichtig. Besonders freut mich, das Engagement von Kindern bei Plant for the Planet. Die haben viel mehr begriffen, als die vermeintlich Großen. Viele Grüße und beste Wünsche. Euer Gustl. PS. Trommeln. Vernetzen. Machen. Es ist 5:12. Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen.
Einen das Brot entziehen. Einen das Brot entziehen. Einen von einer Krankheit nicht heilen. Einen von einer Krankheit nicht heilen. Einen in eine schlechte Wohnung stecken. Einen in eine schlechte Wohnung stecken. Einen zum Selbstmord treiben. Einen zum Selbstmord treiben. Durch Arbeit zu Tode schinden. Durch Arbeit zu Tode schinden. Einen in den Krieg hetzen. Einen in den Krieg hetzen. Nur weniges davon. Nur weniges davon. Ist in unserem Staate verboten. Ist in unserem Staate verboten. Gustl Mollert schreibt: Hypovereinsbank angezeigt. Wegen Anstiftung zur Steuerhinterziehung und Schwarzgeldverschiebung. Den Tanz ums goldene Kalb, den Schnellzug in die Hölle stoppen. Endstation forensische Psychiatrie. In unserem Land zahlen vorwiegend und zunehmend nur noch diejenigen Steuern, denen sie direkt vom Lohn abgezogen werden können. Auch ein höherer Spitzensteuersatz wird an den riesigen Schlupflöchern im Steuersystem nichts ändern. Das Land Bayern weigert sich beharrlich, mehr Steuerprüfer effektiv und wirksam, vor allem in den oberen Etagen der Wirtschaft einzusetzen. Die Schere zwischen Arm und Reich wächst. In Hessen gab es eine Anweisung an die Frankfurter Steuerfahndung. Wegen Arbeitsüberlastung nur noch einen Teil der Verdachtsfälle bei Superreichen zu prüfen. De facto ein Freifahrtschein für Steuerbetrug in größtem Umfang. Nachdem sich beteiligte Fahnder weigerten, dem Folge zu leisten, wurden sie mit gefälschten psychiatrischen Gutachten von ihrem Arbeitsplatz entfernt. Der Fall wurde über Jahre vor einem Untersuchungsausschuss verhandelt. Zuletzt musste der Vorsitzende des Ausschusses wegen Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung seinen Hut nehmen. Auch Nürnberg hätte einen ähnlichen Fall. Eine Amtsrätin des örtlichen Finanzamts, die bei der Rüstungsfirma Diehl 60 Millionen D-Mark Steuern berechtigt nachfordern wollte, wurde von dem Fall entbunden. Die Steuerschulden wurden dem Unternehmen politisch gewollt entlassen. Dr. Wilhelm Schlötterer, CSU, beschreibt in seinem Buch Macht und Missbrauch dieses System der Amigo-Wirtschaft sehr genau aus seiner eigenen Erfahrung als hoher bayerischer Ministerialbeamter. Ende letzten Jahres wurde durch mehrere Artikel von Michael Kasperowitsch in den Nürnberger Nachrichten ein in seinen Ausmaßen noch monströserer Fall bekannt. Der Fall Gustl Mollert. Eine schier unglaubliche Geschichte. Oder wie eine Bank mit Beteiligung der Regierung versucht, Schwarzgeldverschiebungen zu vertuschen und einen Kritiker mit Hilfe einer missbrauchten forensischen Psychiatrie mundtot zu machen. Seit nun schon über 6 Jahren sitzt ein 55-jähriger Nürnberger Maschinenbauingenieur in geschlossenen forensischen Abteilungen bayerischer Psychiatrien. Grund: Er wusste als Insider, seine damalige Ehefrau war direkt an den Transfers in die Schweiz beteiligt. Zu viel über Schwarzgeldgeschäfte und Steuerhinterziehung und konnte dem fröhlichen Treiben nicht länger zusehen, weshalb er die Taten angezeigt hat. Ein Spielverderber,
dem daraufhin eine gemeingefährliche Geisteskrankheit unterstellt wurde. Er leide an dem Wahn, Opfer des Bankensystems zu sein. Die Ex-Gattin unterstellte ihm Körperverletzung und Freiheitsberaubung und man bezichtete ihn der Sachbeschädigung. Alle Taten wurden ausschließlich von der Ehefrau bezeugt, die ein Motiv haben musste, ihren Ehegatten als irre und insofern unglaubwürdig hinzustellen. Im Urteil selbst ist von einem nicht eindeutigen Beweis die Rede. Dennoch wurde er dieser Taten bezichtigt. Wegen der Wahnvorstellungen erfolgte zwar ein Freispruch, aber die Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie wurde angeordnet. Die Staatsanwaltschaft nahm damals keine Ermittlungen auf, obwohl Gustl Mollat Namen und Adressen nannte. Auch wurde unterlassen, die Steuerbehörden einzuschalten. Seit den Artikeln in den Nürnberger Nachrichten sind neue Beweise dafür aufgetaucht, dass die Geschichte von Gustl Mollat nicht erfunden sein kann. Laut der Sendung von Report Mainz vom 13. Dezember 2011 bestätigte die Hypo-Vereinsbank, dass es damals Unregelmäßigkeiten gab und dass deshalb Mitarbeiter entlassen werden mussten. Wir fragen, wie kann es angehen, dass Anzeigen wegen Steuerhinterziehung mit konkreten Angaben zu Ross und Reiter seitens der Staatsanwaltschaft verworfen werden, wo doch bekannt ist, dass Milliarden von Euro als Schwarzgeld auf Schweizer Bankkonten lagern? Ist es rechtmäßig, konkrete Beweise als unzureichend abzulehnen, nur weil zum Teil allgemeine politische Meinungsäußerungen den Anzeigen beigefügt sind? Wie kann ein Mann wegen nicht eindeutigen Beweisen seit 6 Jahren hinter Gitter der bayerischen Psychiatrien gesperrt werden? Selbst wenn unterstellt wird, dass er die ihm zur Last gelegten Taten, Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung begangen hätte. Warum soll Gustl Mollat gemeingefährlich sein, wo ihm doch trotz des schrecklichen bereits 6-jährigen Freiheitsentzugs in den bayerischen Forensiken keinerlei Aggressivität ausgeht? So, es ist spannend, wir hören gerade die Feuerwehr. Kommt jetzt die Forensik angefahren oder... Wir hatten noch mal Glück. Wieso wird ohne Würdigung von Gutachten 3 Jahre namhafter Psychiater, die Gustl Mollat keinerlei Wahn attestierten, von den Gerichten die weitere Unterbringung beschlossen? Warum wird ohne Überprüfung der von Gustl Mollat angezeigten Tatsachen dieser wegen Wahnvorstellungen zwangsweise untergebracht? Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes, Gustl Mollat, Forensische Klinik, Bezirkskrankenhaus Bayreuth, Nordring 2, 95445. Er bat darum, dies Montag für Montag vor den bayerischen Landesvertretungen zu verlesen. Wir werden dem folgen. Gustl Mollat, der zurzeit für die Anzeige von Steuerstraftaten seit über 7 Jahren in der psychiatrischen Forensik quasi in Geiselhaft von Finanzmafiosi, Bankstern,
Ganoven und ihren politischen Bütteln zu leben hat, geht trotz all dem Unrecht, das ihm angetan wurde, den friedlichen Weg. Und ich erlaube mir hier, euch etwas vorzulesen. Denn gerade CDU und CSU behaupten ja, christlich zu sein. Ich sehe davon nichts. Und immer mehr Leute fragen sich, was davon ist dort vorhanden, außer Heuchelei und Lüge. Denn das ist die Gnade, wenn jemand ohne Schuld Unrecht leidet, weil sein Gewissen an Gott gebunden ist, wie bei Bradley Manning, der Kriegsverbrechen ans Licht brachte, bei Snowden, bei Gustl Mollat oder den hessischen Steuerfahndern. Wenn ihr wegen eurer guten Taten leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen. Hat doch auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen folgen sollt. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Munde kein Betrug war, der nicht mit Schmähungen antwortete, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt, sondern es dem anheimstellte, der gerecht richtet. Der Pfad des Nichtvergeltens. Lasst uns Jesus betrachten, wie er sein Kreuz auf der Straße nach Golgotha trug. Er war von seinen Jüngern verraten worden. Seine engsten Freunde hatten ihn in der Stunde größter Not verlassen. Und einer hatte sogar behauptet, ihn nie gekannt zu haben. Er war vom Volk verraten worden. Er hatte ihnen bis zur Erschöpfung durch Wort und Heilung gedient. Und sein Lohn? Sie schrien, kreuzige ihn. Er war vom jüdischen Hohen Rat verraten worden. Nicht weniger als 15 jüdische Gesetze wurden bei seiner Verhaftung und dem Verhör übertreten. Erkennen Sie die Parallelen? Sie verstießen schamlos gegen die Gesetze, um ihn verurteilen zu können. Er hatte niemals gesündigt und das Gebot der Liebe stets gehalten. Aber ihm wurde sogar versagt, nach den Grundsätzen des Zivilrechts gerichtet zu werden. Erkennen Sie die Parallelen? Er wurde von den Römern verraten. Pilatus wusste, dass er unschuldig war. Herr Seehofer, auch Sie kennen Internas. Nach römischem Gesetz war er verpflichtet, ihn freizulassen. Aber er fürchtete, dass der bevorstehende Aufstand ihn in Ungnade beim Kaiser bringen würde. Darum brach er das Gesetz, um sich selbst zu retten. Wie oft werden Unschuldige, auch heute bei uns, auf dem Altar eitlen Ehrgeizes geopfert? Jesus war Mensch. Meinen wir etwa, dass er immun gegen diese Behandlung war? Die Schande, die eindeutige Ungerechtigkeit, die Grausamkeit, die Feigheit seiner Freunde, das Gefühl, verlassen und verraten zu sein, lagen sicher schwer auf seinem liebenden Herzen. Zu alledem kam noch das schwere Kreuz, grob auf seinen Rücken gelegt, der von den grausamen Peitschenhieben bereits zerfetzt war. Schauen wir tief in sein Herz hinein. Wir sehen und staunen, dass es hier keinen Groll gibt, keine Rachegedanken, kein Verlangen nach Selbstverteidigung, keine Bitterkeit, kein Selbstmitleid. Stattdessen sehen wir Sanftmut, Freundlichkeit, Demut, Bejahung
und nichts als Liebe für seine Peiniger. Er litt und war auf dem Wege, gerade für diejenigen zu sterben, die ihn verraten. Für diejenigen, die ihn feige wie alle Beteiligten im Verfahren Mollat, feige wie die Gutachter, feige wie die Leiter und das Personal der forensischen Klinik, feige wie die Staatsanwaltschaften, feige wie jene, die ihn verschleppten. Für diejenigen, die ihn feige verlassen hatten in der Stunde seiner größten Not. Ja, für die Männer, die eben jetzt die Nägel in der Hand hielten. Wahrlich, die Liebe ist unbegrenzt, wenn es gilt, uns emporzuziehen. Dies ist unabänderlich. Wir brauchen eigentlich keine andere Begründung. In Römer 12, 10 bis 21, Matthäus 5, 38 bis 45 und so weiter lesen wir: Segnet, die euch verfolgen. Segnen wir die, die Gustl Mollat verfolgen. Segnen wir sie reichlich. Lassen wir auch jenen die 30 Silberlinge zukommen, die sie so dringend nötigen. Rächet euch nicht selbst. Lasst dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ich aber sage euch, dass ihr euch dem Bösen nicht widersetzen sollt. Liebet auch eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Bitten wir für sie. Segnet, die euch fluchen. Tut denen Gutes, die euch hassen. Wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Wir werden nicht nachlassen. Wir werden friedlich, laut, angemessen, verbindlich, bestimmt und mit absoluter Konsequenz dafür eintreten, damit die Werte der Menschenrechtscharta, die Werte unseres Grundgesetzes, auch vor Transformation durch superreiche Eliten geschützt werden. Dafür werden wir uns wieder und wieder für die Freiheit von Gustl Mollat, für die Gerechtigkeit hier mit einer Mahnwache versammeln wie an anderen Orten. Und wir werden mehr werden. Es gab mal eine Geschichte von einer kleinen Zahl von 12. Manchmal sind es wenige, die beginnen.
Wir werden am nächsten Montag weitermachen und ihr seid alle eingeladen. Ich darf jetzt mal übergeben, denn für die nächste Woche haben wir ein paar kreative